Hey zusammen, willkommen zurück zu Lego City Undercover. Wir befinden uns immer noch auf der Baustelle und wollen den Typen hier überzeugen. Du weißt nicht mehr, wie es funktioniert. Ich hab die total. Wir wollen ihn überzeugen, uns einen Kran zu überlassen. Allerdings müssen wir dafür erstmal, ja, beweisen, dass wir ein echter Bauarbeiter sind. Ach, guck mal, da fehlt etwas Wasser, glaube ich. Habe ich so im Gefühl. Ah, oder ich mache das hier allgemein kaputt und dann fehlt da komplett das Wasser. Das kann natürlich auch sein. Das Projekt voran. Beim Parterre lief noch alles super. Das erste Stockwerk war da schon ein ganz anderes Geschoss. Jetzt fehlen da zwei. So geht das also. Und da ist auch schon der letzte. Alles kein Problem für Bauarbeiter Chase McCain. Mein Gott, der Name, ey. So. Jetzt kann ich es endlich öffnen. Endlich. Ein Traum wird wahr. Hast du die Teile schon gefunden? Hast du die Teile schon gefunden? Da. Schieß nach oben. Okay. Dann gucken wir mal eben, was das da ist. Repariere die Plattformsteuerung. Oh, ich mach das. Hinterher. Das ist schon der sechste Tag heute. Der Vorarbeiter erinnert mich an wen. Arbeitet hier sonst eigentlich noch wer? Oh, tut mir leid, falls das jetzt gemein klang. Diese Akzente, ne? Yeah! Du willst also den Kran steuern? Ja? Ja? Ja, ja. Durch die Tür da oben. Cool. Erlaubt's mir, ja! Ich hab ihn überzeugt. Oh, wer war das mit der Wand da? Ja. Idioten! Spreng sie gefälligst in die Luft! Klar, natürlich. Ab nach oben. Sag mal, verstehst du nicht einmal eine einfache Anweisung? Ja, wie schnell soll ich denn arbeiten? Keine Antwort? Gut so. What the fuck, man? What the fuck? Ich bin doch am Machen hier. Oh, kann ich hier runterschubsen? Jetzt leg schon einen Zahn zu. Renn, Mann. Dynamit findest du im Lagerraum. Ja, ich weiß. Ich seh's. Benze rein, TNT raus. Zack, vielen Dank. Für die Blumen. Warte mal, ich springe hier direkt runter. Tada. Normalerweise würde ich jetzt wieder nach oben gehen, um noch mehr Punkte abzustauben, aber das bringt es einfach nicht. Ich habe ja schon genug Punkte für dieses Level hier. Oh nein, der Vorstuhl funktioniert nicht. Reparier den Verteilerkasten darüber. Gut, dann ab nach oben. Gut, dass ich den Helm auf hatte. Merke immer noch, wo mich der Stein erwischt hat. Auch geil, dass er sich nur was einschütten kann, wenn er in dieser Uniform ist. So, reparieren wir den Scheiß hier eben. Gucken wir mal, was da abgeht. Aha, okay. Und einmal reingehämmert. Da läuft es auch schon. Kannst du keinen Vorstuhl benutzen? Doch, siehst du doch. Lösch das Feuer. Moment mal, warum brennt das Gebäude überhaupt? Das frage ich mich auch. Das Gebäude angesteckt. Wie sag ich eben nur, dass Kaffee nicht mein Ding ist? Ob die mich feuern, wenn ich zugebe, dass ich Teetrinker bin? Mein Cousin ist nicht mehr bei der Polizei, weil er keine Donuts mag. Oder was wegen des geklauten Computers? Voller Klischees. So, was geht hier ab? Da muss ich nichts machen. Ja. Hä? Gehen wir mal nach unten. Was geht denn hier ab? Dreh das Gasventil zu. Häng dich voll rein. Ah, ich mach das. Hä? Ich hab's doch gar nicht gedreht. Lol. Naja, gut. Wenn's klappt, meckere ich nicht.
Warte, was, wo ist das ausgegangen? Da oben irgendwo, ne? Ach, ich weiß das doch nicht. Kann ich den da hoch? Was ist los mit dir? Ach so, oh, hier ist es schon. Ich dachte, da wäre Glas Weiche vor. Geht's? Ah, der nächste Abschnitt. Okay. Wow! Och Mann! Hier gibt's doch bestimmt irgendwo einen zweiten davon. Kann ich irgendwie helfen? Eher nicht. Mir ist der Schlüssel zum Torhäuschen runtergefallen und der Hund ist damit abgehauen. Kannst du ihm den Schlüssel nicht wieder abnehmen? Oh, natürlich. Ach nein, warte. Ich wollte eigentlich meine Hände behalten. Ach komm. Als ob das so schlimm wäre, hier mit dem Hund zu kooperieren. Aber warte mal, wo ist denn Ma, ey? Hätte ich mein Mittagessen aufgehoben, hätte ich jetzt damit den Hund aus dem Zwinger locken können. Dann forschen wir mal. Der Hund wächst anscheinend auch. Deswegen die ganzen Spermaspuren. Wo ist er nur? Ach, da. Aha. Führt mich die Sache mit dem Kran direkt zu Rex. So. Danke für den Schlüssel. Schlüssel. Du hast meine Haut gerettet, Kumpel. Na los, kein Problem. Schließ mit ihm das Torhäuschen auf. Und du? Ah, ein super Bau. Yay. Dann gehen wir mal dahin. Oh, da bist du ja. Was? Ja, grüß Wie Gott. Sind Sie denn? Ich bin nicht der Albert, sondern der Werner, sein Zwilling. Oh. Dachte, sie würden anders aussehen. So, du willst also einen Kran steuern? Ja. Dann baust Woher du weiß er das? Einen. Oh. Komm schon, ja, natürlich. Geht's. Wie viel? Für den Superbau brauche ich viele Steine. Boah, was? 40.000, ja, woher soll ich ihn nie bekommen, Mann? Ich bin noch arm. Ja, toll. Dann müssen wir mal gucken, wie wir damit klarkommen hier. Eine Ente. Okay. Guten Tag. Ach, guck mal, wahrscheinlich ein 10.000er. Ja, das war klar. Das wäre auch ein bisschen komisch, wenn da jetzt ein 1K-Stein gewesen wäre. Ach, schade, geht nicht. Gut, dann müssen wir wohl doch noch nach rechts. Obwohl, warte mal, was ist das denn? Ah, okay. Nichts Wertvolles. What the fuck? Ah! Dann switchen wir mal eben. Wahrscheinlich jetzt wieder eine Wasserfontäne. Ja. Und noch ein 10.000er. Yeah, was geht? Oh. Ach cool, jetzt können wir da hoch, um uns dort mal ein bisschen umzuschauen. Hä? Ja, what the fuck? Was liegt denn da alles rum? Yay! Zerstörung! Ja, Zerstörung pur. Das geht hier richtig ab, hör mal, das geht hier richtig ab. Ach so, oh, okay. Ich dachte, da müsst ihr jetzt irgendwas zusammenbauen, aber gut. Wenn er das nicht will. Ah, da kann ich dann wahrscheinlich gleich auch lang. Oder jetzt. Ach so, nee, das ist nur so eine Figur wieder. TT steht für TT Games, den Entwicklern der des Lego-Spiels. So, gut. Dann reparieren wir mal eben hier diese Leitung. Müssen dann gleich mal gucken, dass wir eine andere Farbe bekommen, denn ich denke mal, dass wir jetzt gerade nicht mit der optimalen rumlaufen, um das da links zu aktivieren. Genau, und hier können wir das dann auch schon tun. Zack.
Kann ich das nicht, warum kann ich das denn nicht schieben, immer? Komm, geh hoch. Lol, ist das der dritte Teil? Ja, ne? Ja. Patrick Wenham. Und jetzt? Hallo, mir fehlen noch Punkte. Was mache ich denn jetzt? Wo bist du? Da bist du. Ah, Spermasuche. Wohin führst du mich heute? Okay. Ah. Was soll da sein? Ach so. Mini-Kran. Cool. Kann ich den jetzt steuern? Geil. Okay, um Schutt. Ah, da hinten. Sehe schon. Da. Okay. Ein von vier. Das ist jetzt nicht so schwer. Was macht er denn da? Ein Handstand mit dem Teil? Rawful Copter. Komm, fahr. Ich bin nicht hier fest. Nein. Oh, shit. Jetzt aber, ich muss den Rest auch wieder machen. Nee, okay. Ah. So geht's. Wo ist denn der Rest? Ach, da. Fehlt uns nur noch einer. Nein, falsche Taste. Nein, jetzt müssen wir wieder von hier anfangen. Oh Gott. Na egal. Ist jetzt nicht so tragisch. Ah, cool. Da hätten wir auch schon den letzten Stein. Ja, yeah, noch eine Marke. So, deaktivieren und dann gucken wir mal, dass wir da hinkommen. Ma, geht doch. 58.000 Lego-Punkte. Das reicht auf jeden Fall. Kran aktiviert. Boah, was ein Monster. Du kannst dann den Kran steuern? Bring den Kran zu dem Gebäude da drüben. Okay, mache ich. Ja, ich mach hurtig. Ah, ist doch kein Problem für mich. Gibt's denn Nitro? Nee. Hätte mich auch stark gewundert. Boah, ist der Lahm arschig. Komm. Schneller. Voll der Panzer. Und da wären wir auch schon. Nimm den Kran, um die Rohre anzuheben. Ich könnte sie mit meinen bloßen Händen an. Hey, ab in den richtigen Graben damit. Mach keine Fehler. Dafür gibt's keinen Radierer. Jetzt, die anderen. Ja, ist schon klar. Keine Sorge. Ich komme wieder. Ach so, rot. Stört dich hoffentlich nicht, dass der Kran weg ist, wenn du wiederkommst. Denn damit werde ich Rex hochgehen lassen. Ja, ich habe ihn ja auch gebaut. Also eigentlich. Eigentlich ist er ja meiner, ne? Deswegen muss er nicht rumheulen. Ich habe ihn zwar auf seinem Grundstück gebaut, aber trotzdem gehört er ja mir. Es tut mir gerade ziemlich leid, dass ich den armen Menschen da mitnehmen muss. Aber der hilft mir, den Boden aufzulockern. Hör mal, das ist doch voll nett. Du hast den Kran, Jimmy. Klasse. Rex wird begeistert sein. Ja, bring mir das Ding zu Rex, wo immer er auch ist. Du bist mir ein Spaßvogel, Jimmy. Mach die Tür auf. Haben wir was ganz anderes vor. Ich mach das Tor auf, damit du ihn hier rauskriegst. Okay. Level fertig? Wahrscheinlich. Raus aus dem Kran, Jimmy. Klar, warte eine Sekunde.
What the fuck? Danke. Ich muss ihn nämlich zur Sternwarte fahren. Warte hier und pass auf, dass mir keiner folgt. Ich hab da so ein Gefühl, dass heute Nacht jemand versucht, die Gang zu unterwandern. Sieht das aus. Nein. Triff mich da in 10 Minuten. Gut, gut. Verkleidungen sind genau mein Ding. Ja, ich merk schon. Ach, ausgerechnet heute habe ich meine Brille vergessen. Oh, fuck. Spezialauftrag, gewagter Diebstahl, Level abgeschlossen, freies Spiel freigeschaltet. Zack, zack, zweimal die Marke. Zwei von den goldenen Steinen. Ist alles okay, da kennen wir schon alles. Level 4 Äpfen. Bitte kein Waka Waka. Boah, ich will kein Waka Waka mehr. Ah, bis gleich. Ellie, bald müsste ich wissen, wo ihre Basis ist. Klasse, Chase. Woran hapert's denn noch? Mein Kontakt in Rex Gang hat vorher noch was bei der Sternwarte vor. Aber du kannst es Natalia schon mal sagen. Wenn Rex ihren Dad festhält, dann in der Basis. Gut, aber ich konnte sie bisher nicht erreichen. Sie ist es wohl leid zu hören, dass sie mit dem Hund rausgehen soll. Dann rufe ich sie später selbst an. So wie ich die kenne, wurde die schon wieder entführt. Ist dann freigekommen und wurde wahrscheinlich dann nochmal entführt. Geh zur Sternwarte in Paradise Sands. Hm, okay. Ja gut, dann würde ich eigentlich sagen, wartet hier mit dem Part. Boah, geil, den Wagen will ich haben. Und wir sehen uns dann morgen, wenn er wieder einschaltet, um 16 Uhr wieder. Alter, was fährt er denn so kacke? Wäre natürlich nett, wenn ihr den Party bewerten könntet. Bis dann. Tschüss.